Du bist das größte Vorbild für deine Kinder, dass du sagst, hey, ich schaffe das, ich bin eine Powerfrau und auch, ich habe euch großgezogen und ich habe euch mitgezogen. Es gibt immer Wege. Der nächste Punkt, womit wir alle aufhören sollten, sind Ausreden akzeptieren. Von niemandem mehr in eurem Leben. Und vor allem nicht deine eigenen. Ich will sowas wie, ich kann leider nicht arbeiten wegen meiner Kinder, kann und will ich nicht mehr hören. Keine Frau darf das sagen. Keine Frau darf die Kinder als Ausrede nehmen. Dein Kind ist nicht auf die Welt gekommen und hat gesagt, okay, du musst jetzt dein Leben für mich aufgeben. Nein, es war deine Entscheidung, es war deine Verantwortung. Okay, das heißt, den Kindern die Gründe zu geben, dass du deine eigenen Träume begräbst, ist meiner Meinung nach, und es tut mir auch leid, wenn ich jemanden hier jetzt irgendwie trigger oder zu nahe trete, aber ist meiner Meinung nach das die größte Unverschämtheit, die du machen kannst, weil deine Kinder sind nicht die Schuld. Und ich erlebe das ganz, ganz oft, dass das Frauen leider machen, dass sie sagen, ja, ich würde ja gerne, aber meine Kinder. Nein, find einen Weg, übernimm Eigenverantwortung, leb deinen Kindern das vor. Du bist das größte Vorbild für deine Kinder, dass du sagst, hey, ich schaffe das, ich bin eine Powerfrau und auch, ich habe euch großgezogen und ich habe euch mitgezogen. Es gibt immer Wege. Das heißt, bitte nehmt eure Kinder nicht mehr als Ausrede. Das ist so, so wichtig für mich. Wenn ich heute überlege, unsere Kids, die sind so in unser Business involviert, die sprechen schon über Dinge. Wenn ihr und unsere siebenjährige Tochter, wenn ihr ihr manchmal zuhört, was für krasse Sachen sie sagt, wenn man sie fragt, was möchtest du, ihr Spitzname ist Nana, Nana, was möchtest du arbeiten? Dann sagt die knallhart, wenn ich groß bin, arbeite ich nicht. Ja, wie willst du dann Geld verdienen? Und dann sagt die, Mama, du kaufst doch Aktien für mich jeden Monat. Und ich werde dann so viele Aktien haben, dass ich dann genug Geld habe, dass ich dann nur noch machen kann, was mir Spaß macht, aber nicht mehr arbeiten muss für Geld. Also schon, ich lebe es ihr ja vor, dieses, du sollst nicht Zeit gegen Geld irgendwo eintauschen. Du sollst nicht für Geld arbeiten, sondern für einen Sinn dahinter. Das ist so unfassbar wichtig. Und das hat meine Tochter nicht aufgeschnappt, weil ich sie hingesetzt habe und mit ihr darüber geredet habe. Das mache ich ja nicht. Aber sie hört es, weil ich sie in unser Business involviere, weil ich sie mitnehme, weil sie irgendwie da sind. Natürlich arbeite ich auch von zu Hause. Das heißt, du bist ein Spiegel oder deine Kinder sind ein Spiegel von dir. Das heißt, bitte nehmt sie nicht mehr als Grund für Dinge, die ihr nicht machen wollt oder könnt. Können tun wir immer alles, aber ihr nicht machen wollen. Okay? Und das sind die größten Ausreden. Du hast so viel Zeit wie alle anderen. Du hast mehr Aufgaben als alle anderen. Safe, klar. Aber es ist immer auch eine Frage der Priorität. Und priorisier dich bitte an allererster Stelle. Ganz, ganz wichtig. Und ich weiß, viele werden jetzt sagen, ja, das ist einfach gesagt. Habe ich auch gesagt vor ein paar Jahren. Es ist einfach gesagt, ja, aber es ist möglich. Keiner sagt, dass es einfach ist. Aber bitte die Kinder nicht mehr als Ausrede nehmen.